Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Zelda, die Link to the Past. Okay, ja, wir sind immer noch im dritten Dungeon der Schattenwelt. So ein bisschen durchkämpfen, irgendwie. Bringt mir doch auch nicht ganz so viel. Warum muss ich das jetzt machen? Wahrscheinlich schneller, damit ich hier... Okay. Da war irgendwie... Ah, okay. Oh, das ist schon so nice. Gehen wir gleich mal rein, oder? Was ist das? Das gefällt mir auch. Okay, sollen wir jetzt hier reintoben lassen oder was? Nein, okay. Okay, der Raum ist mir ein bisschen... Gibt's nicht wirklich was? Gut, dann... gehen wir mal nach oben. Achso, Timer stellen. Lasst mich... Start... Oh, das geht los. Wunderbar. Oh, was? Okay, wir müssen mal ganz aufpassen. So, und diesen lustigen Typen müssen wir anzünden. Jetzt habe ich natürlich hier was. Aha, jetzt ist schon was. Jetzt können wir mal runtergehen, oder? Ja, hallo, okay. Wie geht's hier weiter? Okay, ich brauche schon mal einen Schlüssel für die Uhr, was gar nicht so verkehrt, dass ich da lang gegangen bin. Zünden diese Zombie-Mumien. Okay. Was man machen? Könnte ich aber das magische Pulver das mal... Nein. Ja, ich glaube, wenn man dieses komische gelbe etwas, wie auch immer das heißt, mit dem Pulver bestäubt, dann kommt da eine Fee raus. Wo sind die Mumien? Oh, ein Herz. Nee, was anderes. Wahrscheinlich eine magische Flasche. Gut, das machen wir mal. Wir Schlüssel bekommen. Ah, super. Komme ich jetzt an den Anfang zu? Oh, wunderbar. Eieiei. Das Ganze nicht verbaue, danke. Okay, nice. Nein, das war so klar. Okay. Ja, ich könnte natürlich jetzt eine Fee. Ah, komm, was soll der jetzt? Ich hab doch drei. Komm her. Na, gibt mir jetzt schon was. Okay.
Aber diese Hände, wenn man davon getroffen wird, die sind eigentlich nicht weiter schlimm, aber die bringen einen an den Anfang des Dungeons. Was ein bisschen nervig ist, aber. Mehr auch nicht. Okay, wohin sind wir? Gern gesehen. Aussieht, sind wir beim Endgegner. Jetzt muss er nämlich eine dicke, fette Motte. Kann man jetzt wunderbar mit dem Stab, dem Feuerstab angreifen. Okay, jetzt. Okay, ich habe keine Magie mehr, dann. Da gibt es einen ziemlich coolen Trick mit. Haken. Stimmt. Ihr seht, der Kampf läuft relativ gut. Ja, ich spiele, wie gesagt, ich spiele mit dem Controller mittlerweile. Cool! Dann haben wir den Dungeon. Den Feuerstab. Und wieder ein Mädchen befreit. Zerstörung gehört? Hier, was ich darüber weiß. Wenn ein Wesen mit Bösen im Sinn über die Macht des Trifors verfügt, dann hat die große Zerstörung. Die Legende erzählt aber auch, dass dann ein Held kommt, der gegen das Böse kämpft. Dieser Held wird ein direkter Nachfahre der Ritter von Hyrule sein. Nicht wahr? In deinen Adern fließt das ritterliche Blut. Dann musst du Zelda retten. Dich erwarten viele Prüfungen, bis du der legendäre Held bist. Hast du alles verstanden? Ja. Möge der Weg des Helden zum Trifos führen. Cool. Dann haben wir wieder was erledigt. Kann ich eigentlich hier die Flöte einsetzen? Wir können erstmal hier. Gucken wir, was passiert. Nee, okay. Das ist gut. Muss ich hier lang, oder? Jawohl. So, mal schauen, welcher Dungeon als nächstes rankommt. Eigentlich hätte ich Bock auf. Den Eispalast. Soll ich mir den als nächstes angucken? Muss mal gucken, okay, die 4. Wir werden jetzt hier unten die 4. Und dann noch die 5. Oder machen wir es der Reihe nach? Ich glaube, man kann jetzt so ein bisschen variieren. Ach, das ist gut. Schauen wir mal, in der Dingswelt konnte man sich ja hier runterfallen lassen. Das ist so. Oh, kommt eine Bombe raus. Okay, ich lasse mal drüber. Geh mal hier rein. Ein kleines Spielchen gefährlich. Für 30 Minuten kannst du 2 Truhen öffnen. Okay. Ich drücke dir die Daumen. Denk gute Nachricht, wo du öffnen willst. Nehmen wir dich. Okay. Wow! Sicki Kacke. Ein Herzteil. Cool. Oh, was bist du? Du bist so ein junger Räuber. Die ich. Weiter nichts gemobst. Hier kann man was
springe. Schauen wir mal. Oh, eine Kiste. Cool, da kann ich dann wieder meine... Das kann ich dann offline machen. Meine Pfeile und Bomben noch so ein bisschen. Maximieren. Schauen, was hier gibt. Shop, ne. Also wenn ich könnte mir mal irgendwo mal, wenn ich einen Laden finde, der grünes Dings hat, Elixier. Aber irgendwo konnte man noch die Magie. So, hier das Ding muss man aufziehen. Was geht nicht? Okay. Guck mal rein. Das heißt, schade, aber die Karte ist halt ein Item, was man jetzt nicht... Okay, da schon. Aber ich will nicht sagen, so ganz so sehr zu sein, aber... Da oben gibt's mal... So, komm ich da hin? Okay, auf jeden Fall hier hoch. Glaube ich nichts mehr. Können wir hier gehen? Oh, springen. Nice. Guck mal hier unten. Da ist nichts. Okay. Okay, wieder einen Token. Oh, hier kann man springen. Nice. Okay, wir gucken auf die Karte. Ich komme da nach oben und nach unten. Gut, gehen wir erstmal unten. Gucken, was es da gibt. Erstmal nichts. Wollen nicht sprengen, ich gucke jetzt auch, hier ist eine Kiste. Nice. Mal geht nach oben gehen. Au. Au. So, auf. Okay. Links nach oben. Achso, da war ja der Raum. Okay. Ha, wie komme ich da zu? Die Kurzschlüsse habe ich noch nicht. Irgendwo was aufspringen, ich muss besiegen. Mal das eine Auge von mir ist das natürlich. Guck die Wände ab und mit dem anderen versuche ich ein bisschen zu zocken. Nee, das ist nichts.
nichts gesehen. Oh, hier ist noch was. Gut, liebe Leute, dann machen wir eine ganz kurze Pause und es geht gleich weiter.